was that? Phew, it was just lightning. Hello? Is somebody there? Ja, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zu Planet Dungeon Cemetery, die Verkörperung des Bösen. Nicht mehr gequatscht, wir fangen sofort an und drücken auf, ja, wir machen wieder Mittel und machen Let's Go. I've spent my life solving mysteries. Ich habe mein gesamtes Leben mit der Aufklärung von mysteriösen Fällen verbracht. But there are so many left. Doch es gibt noch so viel mehr. Wir haben eine neue Nachricht, aber schaut mal, Random Dungeon Forum. Und da haben wir hier haufenweise Monsterbilder, wahrscheinlich Screenshots aus verschiedenen Teilen von Random Dungeon Cemetery und die geben jetzt alle mal einen Like, also ein Herz. Dann haben wir das mich geherzt. Dann schauen wir uns die neue Nachricht mal an. Ich brauche deine Hilfe. Sicherlich kannst du herausfinden, was hier los ist. Langsam, wer bist du? Schon bald ist es egal. Ich habe schon solche Angst. Etwas Fürchterliches geht hier auf dem Friedhof vor sich. Schau es dir doch selbst an. Liebe Güte, was war das? Oh, sie ist offline gegangen. Okay. Dann soll man anscheinend dahin reisen. This is interesting. I'm on it. Oh, unser Akku ist leer. Na, toll. Nein, keine Anleitung, bitte. Dankeschön. Das ist also der Ort. Ja, das ist der Ort und das bin ich. Grüßt euch. So, dann schauen wir uns mal um, was hier so happening ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir erstmal den Wagen versuchen von Paramal TV. Das klingt schon fast wie ein YouTube-Kanal. Gibt es bestimmt einen YouTube-Kanal, der so heißt? Kann ich ja mal. Könnt ihr ja mal schauen, wenn ihr wollt, und mir sagen, ob das so ist. Okay, ein Engel, ein halber Herzhälfte, ein Tagebuch. Dienstag. Morgen gehen wir zum Remnant Dungeon Cemetery. Vor ein paar Wochen haben wir von dort von der Legende erfahren. Nur einmal, nur während Tageslicht und nur während einer Beerdigung sind Leute verschwunden. Nun gut, das finden wir heraus. Erneut sind Leute verschwunden. Eine weitere Gruppe von Touristen verschwindet auf dem Friedhof. Die Behörden sind ratlos. Ich wollte schon beinahe lesen. Terroristen. Das wäre ein bisschen... Mittwoch. Wir haben den ganzen Tag gefilmt, um paranormale Aktivitäten festzustellen. Doch leider haben wir nichts gesehen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass es während des Tages war? Vielleicht sehen wir etwas, wenn es Abend ist. Verdächtiger aufgenommen. Frau hat ein Foto der legendären Persönlichkeit. Handelt es sich hier tatsächlich um Kryo Krim? Kryrock? Was? Krykokrim? Achso, was? Krykokrim. Das ist ein Name für sich. Okay. Ich glaube, mehr können wir ja nicht lesen. Na du? Süß. Okay, ich spiele jetzt nicht mit dem Autoradio rum. Da hinten hängt was fest. Das nehme ich mal gleich mit. Und hier fehlt ein Schlüssel. Da brauche ich gar nicht nachschauen. Was haben wir hier? Ein Anhänger? Ah, jetzt schmut er da rein. Und der Generator spinnt verrückt. Was liegt denn vor sich? Ich muss der Frau helfen.
Okay, die Sicherung ist im Eimer, dann brauchen wir eine neue. Eine Anleitung haben wir ja auch. Erstens, alle Sicherungen müssen an der richtigen Stelle eingelegt sein. Zweitens, wähle die Knöpfe aus, um die richtige Voltzahl einzustellen. 220 Volt für Lichtquellen. Drittens, ziehe den Stecker aus dem unteren Teil des Generators heraus. Interessant, also den haben wir jetzt schon bereits. Haben wir das schon mal los und ich sehe, dass der Statue hier die Kette geklaut wurde, die wir gefunden haben. Kriegen wir den Dämonen? Was steht hier? Nur einmal, nur im Licht. Entweder geht ein Sterblicher auf einen Friedhof und kommt zurück, oder er wird von der Dunkelheit verschluckt. Interessant. Aber jetzt haben wir hier beide Sachen. Spooky. Mal sehen, was hier... Uff. Ihr habt einen Geist gepupt, wie es ausschaut. Glücklicherweise kann mir die... Können mir... Was? Glücklicherweise kann man die bösen Geister mit Hilfe von Licht verjagen. Ah, hier kann man die 220 Volt dann aktivieren, aber ist ja kein Strom da. Sonst glaube ich, kann ich hier gerade nichts anfangen. Ich muss wieder zurück zum Auto und das hier einsetzen. Und da kriegen wir die Sicherung, die ja hier fehlt. So, zack. Noch zumachen. Was? 139 plus. Irgendeine 8 auf jeden Fall. Ah, 139 plus 81. Okay, gut. Machen wir mal zu. 139 plus 81. Jawohl, und jetzt daran ziehen. Ja, okay, so realistisch wird jetzt natürlich... die Stromversorgung ist hergestellt. Jetzt müsste das Licht wieder funktionieren. Was ich sagen wollte, so wird man nie das Strom sehen. Also ich habe jetzt noch nie irgendwas angesteckt und habe den Strom gesehen. Aber das soll wahrscheinlich nur verbildlichen, dass da jetzt Strom fließt. Vermute ich jetzt mal. So, jetzt flüchten sie in die Kirche. Wow. Es hat funktioniert, aber wer ist das? Anscheinend haben die Geister ein bisschen Hunger gehabt. Vermute ich mal. Finde heraus, was auf dem Friedhof geschah. Aufgabe. So. Dann schauen wir uns mal erstmal den Typen hier mit dem Koffer an. Da haben wir die Autoschlüssel für hinten. Das war ein deutlicher Ich würde jetzt mal sagen Reporter oder was ist, Regisseur oder so ähnlich, weil der hat hier so ein Grammophon. Glaube ich, dass das ein Grammophon ist. Wie nennt man das? Lautsprecher. Und da ist ein Koffer mit einem Schädel drauf. Da brauchen wir einen Code von Lady D. Okay, da haben wir einen komischen Kristall, einen Hammer und ein Skelett, das hier an sich anbetet. Da haben wir das eine Skelett. Dass der Seelenkristall, der im Inneren aufbewahrt wurde, so wie alles, was von ihm wichtig war. Er wird die Ketten zerreißen, die ihn quälen, sobald der Kristall leuchtet. Da ist nochmal verbildlicht. Und anscheinend brauchen wir noch zwei Skelette. Weil ich kann es ja jetzt hier nicht mitnehmen und hier ist sonst nichts. Ich mag zum Beispiel so einen Skelett-Style. Mag ich voll und ganz und gerne. Okay, dann können wir erstmal hier nichts weitermachen. Was ist mit der Dame hier? Ausweis, Paranormal TV wahrscheinlich. Username Lady D, Name Daniela. Hm, die arme Frau. Gib mir dein Handy mal her, bitte. Und hier brauchen wir wahrscheinlich die Ziegenembleme, vermute ich jetzt mal. Da ist eine Kamera. Ja, das haben wir gerade gesehen. Ja, das ist das Intro. Das wiederholt sich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit. Oder? Wiederholt sich's? Ja. Gut, jetzt haben wir da
USB-Kabel bekommen und ein kaputtes Handy. Wir gehen mal zurück zum Auto, würde ich mal sagen. Und da brauchen wir ja einen Schlüssel. Und Sesam, öffne dich. Und du bist eine Rune wahrscheinlich. Ich spiele schon so viele Wimmelbit-Spiele, da ist so ein kleines Stück Stein oder Rundestein-Dings mit dem Zeichen immer eine Rune oder irgendwas, ein Emblem. An mein Kleber USB-Gerät verbinden. Ah, Handy ist mein USB-Gerät. Starte ich mal. We're all doomed. The legends were true. He's coming for me soon. The church is the only safe place. But I won't be able to enter. Oh no, he's close. This code will help you. Save our souls. Okay, dann druck mir das mal aus. Das ist der Code für den Koffer wahrscheinlich. Okay, dann haben wir das. Wieso bin ich jetzt wieder... Ah ja, wir waren ja im Auto. Stimmt ja. War ja was. Aufgabe, geh in die Kirche. Ja, das sagst du so einfach. Mit Sicherheit, ja. So, gib den Code ein. Wähle Punkte aus, um sie miteinander zu verbinden. Da. Und da haben wir den Schädel. Der öffnet sogar uns den Koffer. Sehr höflich für ein Skelett. Was ist das? Sie sind noch am Leben. Wer ist sie? Das ist die Mehrzahl. Sind sie? Oh. Ziehe die Totenköpfe nach links oder rechts. Das Ziehen eines Totenkopfs kann sich auf einen anderen auswirken. Wie in jedem Wimmelbildspiel, was ich spiele, bewirkt was anderes bewirkt. So. Ich würde mal sagen, du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Mal bewirken wir mal das Gegenteil hier. Das war ja jetzt wieder klar. Da. Okay, das war klar. Dann nehme ich mal den Ziegenemblem mit. Nur das Licht der Seen kann die Dunkelheit vertreiben und die Hoffnung in der Nacht erhellen. Licht des Lebens scheint was von Bedeutung zu sein. Gruselwusel. So, zack. Und wahrscheinlich ist das ein Wimmelbild? From the beginning of time, the cemetery has stood. Its power emanated, bringing darkness to the hearts of the people in local villages and putting them under its control. Also, das ist wieder so ein Begriff suchen, Wimmelbild. Friedhof ist wahrscheinlich das hier gemeint. Und dahinter sind Edelsteine, weil hier ist in der Mitte ist so ein komisches Objekt. Das heißt immer... Hey, da musst du was noch dazu tun. Ist immer so gewesen. So, zack. Wo ist denn noch ein Heart? Da, das ist ein Stein. Heart. Ein Stone Heart. The last locals to confront the darkness built a church and summoned a keeper to guard the light. Within the church, lost souls could acquire their light again and find their way to eternity. Okay, Eternity heißt Ewigkeit. Okay. Da haben wir einen Turm. Wo habe ich denn noch einen gesehen? Genau da. Das ist jetzt schon mal die Kirche. Wächter kann ich mir nur den Ritter vorstellen. Und Ewigkeit. Ja, das... Moment. Zack, zack. Kann ja nur das Unendlichkeitszeichen sein. But wayward souls couldn't get through the darkness on their own to break the bonds of life. The Keeper created an illumination to guide their way and deliver them from harm. Also Ketten kann ich mir nur das vorstellen. Und da die Ketten gesprengt werden muss, zähle ich eins und eins zusammen und hau hier drauf. Dann ist er nämlich frei, da kann ich die Ketten nehmen. Illumination. Boah.
Moment, den Edelstein mal kurz hier mitnehmen. Illumination. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Ohne Flamme kein Licht. Wahrscheinlich das. Ja, hier, um ihnen den Weg zu leuchten. Das sagt schon alles. But evil did not leave this place. A terrible curse fell down upon the cemetery. The keeper became the embodiment of evil and now feeds the pain of those who once hoped to find peace. Frieden. Jetzt ist nur die Frage, was ist das, also Friedenssymbol? Das kann jetzt nicht das Hippie-Symbol sein, das bedeutet zwar Frieden, aber... Doch? Nee, doch nicht. Frieden. Warum ich auch das auch nehmen konnte? Ach so, genau, sowas wie ein Buddhismus. Light could repel the curse, but it left its trace on every person who entered here. After that, residents of nearby villages could enter the cemetery only one in the daylight. Before the darkness took them. Okay, also ich würde jetzt mal sagen, tun wir den Stein erstmal dahin. Und Spur steht ja hier schon in rot in großer Schrift. Ja, gut. Spur. Und Tageslicht, Sonne und Mond. People began to avoid the cemetery, passing their knowledge about it down through the generations. Its location disappeared from maps. And the roads leading to it ran wild. Also Wissen, denke ich mir nur diese Studiumsmütze. Ich nenne sie jetzt einfach Studiumsmütze. Hat bestimmt einen anderen Begriff, aber das, darunter kann ich das nur mir vorstellen. Und Karte ist halt eben die Karte hier. But all forgotten knowledge turns to legend. And legends fade from memory. Only one with a pure soul can find the light of souls. Illuminate their path and dispel the darkness. Ja, da haben wir es doch. Licht der Seelen. Und ja, man hat hier Wimmelbild-Szenen-Statistiken. 80% Genauigkeit. 41 Auswahl, 4 Minuten, 42 Sekunden haben wir gebraucht. Tipps haben wir gar keinen gebraucht. Ich will das aber jetzt jedes Mal angezeigt haben, damit ihr seht, wie gut ich bin. Hust, hust. Thank you for saving me, stranger. Light of souls? Where did you find it? So, we still have a chance. Give it to me, I'll cleanse the church. Hier bitte. So, dann haben wir jetzt mal wieder Ruhe. Ich kann nichts anderes machen, ich muss mit ihr sprechen. My name is Astrid. I have guarded the last refuge for souls in this ancient place for many years. If you help me, we can save everyone. You, me, and even the girl who was too late. They aren't yet dead. You can remove the curse before this night is over and release all those who have come here, including yourself. Otherwise, the curse will claim you too. Time is short, but I can answer some of your questions. So, aber die Fragen, ja, fragen wir sie in der nächsten Folge, nämlich in der Folge 2. Hier oben
Über den Fragen kommt ihr zum 9. Teil nochmal. Dann dürft ihr den auch natürlich anschauen. Ihr könnt ihn anschauen, wenn ihr wollt. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich sage jetzt an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen.